Hallihallo meine Lieben, heute nur mein heiß erwartetes Kylie Jenner Cosmetics Lip Kit Special, was auch immer, Announcement, Giveaway am Ende dieses Videos, Story, was auch immer, bleibt auf jeden Fall dran, hört euch an, was mir passiert ist und ganz spannend, am Ende gibt's die fetteste Verlosung in der Geschichte meines Kanals hier auf YouTube. Ich will nicht zu viel versprechen, aber bleibt definitiv bis zum Ende dran. Wer nicht komplett unter einem Felsen lebt oder in irgendeiner ganz weit tief versteckten Höhle und sich auch nur so ein bisschen für Make-up interessiert, hat mitbekommen, dass Kylie Jenner vor ein paar Monaten oder ist es mittlerweile sogar schon ein Jahr her? Nee, ich glaube nicht. Vor einem knappen halben Jahr ungefähr ihre Make-up-Marke Kylie Cosmetics eröffnet und gelauncht und was auch immer hat. Ich muss persönlich im Vorfeld sagen, ich war extrem excited, weil ich denke mir, hier als Beauty-YouTuber irgendwie hier so ein bisschen eine neue Marke von einer total angesagten, trendy Person ist super, super cool. Das wird bestimmt irgendwie geile Produkte geben, die ich cool in Videos vorstellen kann, wofür sich viele Leute interessieren, weil ich meine, die Rede ist von Kylie Jenner. Doch dann ging das Drama los. Ich persönlich war mir im Vorfeld bewusst, okay, das Ganze wird relativ schwierig, da irgendwas zu bekommen und gib dir Mühe, so was Online-Bestellungen angeht, bin ich halt echt ein Pro. Ich weiß halt, wie und was und warum man irgendwie was tun muss, um die Sachen trotzdem zu kriegen und, sag ich mal, nicht aus der Verbindung oder was auch immer geschmissen zu werden. Und trotz all meiner Skills, die mich vorher eigentlich noch nie enttäuscht haben, habe ich es nicht geschafft. Ich bin beim ersten Launch nicht durchgekommen und habe keins der Lip Kits bekommen. Keins. Sie hat ihn auf Instagram veröffentlicht, dass ein paar Tage später der nächste Launch ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt und ob ihr da auch so hart hinterher wart wie ich, aber die Launchzeiten oder in dem Moment, wo es in ihrem Shop öffentlich geht, ist in deutscher Zeit immer so Mitternacht, so 12 Uhr, 1 Uhr, immer so um den Dreh, immer mal unterschiedlich. Und ich bin jedes Mal wach geblieben und auch beim zweiten Mal, ich habe es nicht geschafft. Ich war dann irgendwann voll genervt und hab's halt irgendwie auch schon aufgegeben, bin bei Instagram voll ausgerastet, hab voll den Shitstorm gestartet und so. Ich war echt angepisst, weil ich denke mir ganz ehrlich, du bist Kylie Jenner. So, das ist nicht, als ob du irgendjemand bist, der hier auf YouTube oder Instagram oder so langsam aber sicher sich eine Community aufbaut, das Geld, was man damit verdient, investiert und, sag ich mal, eine Marke von Null aufbaut. Du bist Kylie Jenner, du hast ein Millionen-Imperium hinter dir. Wenn du irgendwas machst, dann mach's doch bitte richtig. So, ich denke mir halt, ich kann mir vorstellen, wie schwierig das ist, sag ich mal, Mengen von Produkten zu produzieren, aber ich kann mich nur wiederholen, du bist Kylie Jenner, du musst dir doch im Vorfeld bewusst gewesen sein, wie viele Leute deine Produkte haben wollen, oder nicht? Ich persönlich muss halt sagen, ich war echt frustriert ab irgendeinem gewissen Punkt, ich hatte halt gar keinen Bock mehr, ich wollte die Sachen eigentlich gar nicht mehr haben. Doch dann kam eine Farbe raus, die hieß 22. Und 22 ist ein Orange. Und ich wusste, okay, so ein backsteinfarbenes Orange, klar, es ist von Kylie Jenner, aber das wird nicht jedem gefallen. Wenn ich die Chance habe, irgendwas zu bekommen, dann das. Und ich sollte recht behalten, denn bei besagtem Launch, als die Farbe sozusagen online gegangen ist, habe ich es geschafft und ich habe die Farbe 22 bestellen können. Ich habe alles bezahlt, es war alles auf dem Weg und ihr müsst im Hinterkopf behalten, die Sachen kommen aus den USA. Und das nach Deutschland dauert halt immer so ein bisschen, auch wenn ich bei Jeffree Star oder so bestelle, das dauert halt immer. Und das landet halt auch eigentlich immer beim Zoll und dauert halt zwischendurch so zwischen 4-5 Wochen. Dann hat Kylie irgendwann gepostet so, hey, es wird mega den riesen Restock geben, alle Sachen kommen wieder online und sind verfügbar, so, es wird Massen an Ware geben, so, jeder der will kann bestellen. Und ich war schon so, okay, mal gucken, so, ich habe ja eigentlich jetzt einen bestellt, so, der ist ja noch nicht da, ich habe das noch nicht ausprobiert, ich weiß nicht, wie die Formulierung und so alles ist, wie, ob mir die Textur gefällt und so, keine Ahnung. Aber dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, jeder im Internet hypt das. Alle sagen, es ist geil, alle sagen, es ist cool, alle haben es schon, außer mir. Und ich will halt unbedingt ein Video drüber drehen, aber ein Video mit einem Produkt zu drehen, ist dumm. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, probierst es halt wieder zu bestellen und bestellst so viele, wie irgendwie geht, weil du willst die in einem Video zeigen. Besagter Tag kommt, die Produkte gehen live und ich schaff's halt echt, ich glaube, 3 Stück zu bestellen. 3 oder 4, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ich war nur so, oh mein Gott, voll cool. Ein paar Tage später habe ich dann einen Brief vom Zoll bekommen, dass ich sozusagen das Lip Kit abholen kann. Musste halt da auch wieder was bezahlen, da warten, Ewigkeiten, keine Ahnung. Ist halt, sage ich auch mal, relativ viel Aufwand verbunden, das darf man nicht vergessen. Will mich gar nicht beschweren, aber das ist einfach irgendwo Tatsache, aber das mache ich ja auch gerne. Doch dann hatte ich das Lip Kit zu Hause und ich war so, oh mein Gott, wir haben voll Zeitstress, wir müssen los, wir waren mit Freunden verabredet. Ganz ehrlich, egal, ich muss diesen Lippenstift ausprobieren und habe halt einen Look damit geschminkt und habe es drauf gemacht. Und
Das Ding ist halt, ihr müsst euch vor Augen halten, ich habe nur gute Reviews zu dem Zeitpunkt gehört. Alles war geil, jeder war begeistert, alle lieben es, alle sind absolutely in love with Kylie Cosmetics. Und ich war nur so, cool, das, dann wird es ja auch für mich funktionieren. Ich habe weder den Liquid Lipstick mitgenommen, noch den Lip Pencil, also beides nicht, weil ich gedacht habe, ganz ehrlich, es wird halten. Jeder sagt, es hält bombenfest. Ich habe keine andere Lippenstift-Alternative mitgenommen. Ich habe kein Lipgloss mitgenommen. Und ich habe keine Abschminktücher mitgenommen. Was ein Fehler. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich nach ein paar Stunden aussah. Es war alles verschmiert. Wir haben mit Freunden, sage ich mal, so eine Tour gemacht. So, das ist halt, es war wie so ein Ausflug, sage ich mal, wo man den ganzen Tag durch die Gegend läuft, aber halt auch unterwegs draußen ist. So. Ich konnte halt schlecht nach Hause. Und ich konnte halt schlecht irgendwo anders hin. Und wir waren halt auch nicht in der Stadt, wo ich eben fix hätte zu Douglas gekonnt, um mich kurz aufzufreshen oder so. Ging halt gar nicht. Ich sah halt einfach scheiße aus. Der Lippenstift war verschmiert. Es hing irgendwie alles überall und nirgendwo. Es hatte sich zum Teil aufgelöst. Ich hatte halt nichts da. Im Endeffekt bin ich zu einem Fluss gegangen. Es ist kein Joke. Es ist kein Joke. Ich bin zu einem Fluss gegangen mit einem Taschentuch, habe das nass gemacht und habe es mir einfach runtergerubbelt. Ich sah aus, ich habe dann mit dem Rest Puder, den ich im Gesicht hatte, das probiert darüber zu schmieren. Tag und Laune war gelaufen. Ich war halt super hardcore enttäuscht, weil der Lippenstift halt gar nicht für mich funktioniert hat. Ich mag nicht, wie er sich anfühlt. Er macht meine Lippen trocken des Todes. Es geht einfach nicht. Und ja, ich habe es danach nochmal ausprobiert mit einem Lippenprimer drunter und es geht halt trotzdem gar nicht klar. Ich mag es einfach nicht. Ich komme nicht damit klar. Es gibt immer Produkte, die für viele funktionieren, aber für irgendjemanden nicht. Und normalerweise hatte ich noch nie ein Problem mit irgendwelchen Produkten. Ich mag manche Sachen halt mehr als andere, aber dass irgendwas gar nicht für mich funktioniert, habe ich vorher noch nie. Und das habe ich halt bei Kylie Cosmetics auch gar nicht erwartet. Ich war halt der festen Überzeugung, oh mein Gott, du wirst es lieben. Dann waren aber die anderen drei Farben ja schon auf dem Weg zu mir. Und dann habe ich gesagt, okay, ganz ehrlich, vielleicht ist der eine blöd, die anderen sind bestimmt besser. Dann hat sie wieder gepostet, hey, es gibt neue Farben, oh mein Gott, bestellt. Und ich habe halt echt ein Problem. Ich habe ein massives Problem, wenn es um Online-Make-up-Shopping geht. Ich bin süchtig, ich kann nicht aufhören, ich muss es einfach haben. Und obwohl ich weiß, dass ich die Lip Kits nicht mag und dass sie nicht gut sich auf meinen Lippen verhalten, obwohl jeder einzelne Mensch gefühlt in diesem Universum sagt, sie sind cool, habe ich halt nochmal drei bestellt. Warum? Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe halt immer noch im Hinterkopf gehabt, okay, dann machst du wenigstens ein Video, wo du sie alle swatcht und alles cool. Ich kann euch mal zeigen, was ich mittlerweile alles habe. Ich habe mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lip Kits. Okay, 22 ist dieses hier, das habe ich benutzt. Okay, dann 7 neue. Noch nie benutzt. Noch nie, noch nicht mal aufgemacht, noch nicht mal reingeguckt, gar nichts. Und neulich, vor ein paar Wochen, vor 2 Wochen oder so, als die neuen Lipglosse rauskamen, habe ich mir gedacht, oh, voll schön, die Glosser sind bestimmt toll. Bestellst du die auch nochmal? Oh, und Mary Jo, der rote, der ist auch gerade verfügbar. Bestellst du den auch nochmal? Das heißt, es sind gerade noch mehr Sachen zu mir auf dem Weg. Wissentlich, dass ich 22 und die ganze Textur und Formulierung gar nicht mag. Bin ich bescheuert? Nur für ein Video, um die Sachen zu zeigen, habe ich insgesamt im Laufe der Zeit jetzt schon knapp 400 Euro für diese Dinger ausgegeben. Why? Keine Ahnung. Aber jetzt kommen wir zum spannenden Part. Denn ich habe mir persönlich überlegt, ganz ehrlich, du hast so viel Make-up und du hast so viele Liquid Lipsticks. Und ich persönlich liebe die Liquid Lipsticks von Jeffree Star. Ich bin ein riesengroßer Fan. Ich habe bisher jeden einzelnen Farbton, den er rausgebracht hat. Und ich liebe jeden einzelnen davon. So, ganz ehrlich, die sind echt auf meinem Personal Platz Number One. Kylie Cosmetics tut es halt für mich leider gar nicht. Ich weiß aber, wie hart sie gehypt werden und wie cool sie viele finden und einfach haben wollen, um vielleicht auch Fotos damit zu machen oder keine Ahnung. Und ich habe mir einfach gedacht, ganz ehrlich, ich werde mir jetzt diesen Teil hier einmal screenshotten. So, jetzt habe ich auch ein Foto mit all meinen Lip Kits und super, jetzt kann ich glücklich sterben oder was. Schwachsinn. Ich persönlich weiß halt, dass ich für mich die Sache abgehakt habe. Ich weiß halt, auch wenn ich die anderen noch nie probiert habe und vielleicht, dass ich einfach nur ein schlechtes Produkt hatte, was einfach nicht für mich funktioniert, ich einfach, der Drops ist für mich gelutscht. Ich bin halt einfach hart genervt von der ganzen Sache, wie das mit ihrem Shop und allem abläuft. Andauernd wird man rausgeschmissen. Gestern ist ihre Lidschattenpalette online gegangen und sie hat noch super stolz gepostet, nach einer Minute ausverkauft. Das ist nichts, worauf du stolz sein kannst.
Das ist etwas, wofür du dich schämen solltest, weil du als Businesswoman scheiße aufgestellt bist. Sorry. Ich persönlich finde Kylie Jenner halt als Person super cool, aber als Businesswoman hat sie echt noch einiges zu lernen. So, ich finde halt, weder ist sie jetzt so das härteste Vorbild ever, sie ist halt einfach cool, so Punkt. Aber das war's für mich. Ich bin kein Hardcore-Fan, ich finde sie aber auch nicht blöd. So, ich habe halt einfach keine große Meinung zu ihr. Ich finde sie ganz cool, aber das war's dann auch. Und ich glaube halt einfach, dass ich mit diesen Lipkits anderen Leuten eine hardcore große Freude machen kann. Und deswegen habe ich folgende Aktion für euch geplant. Ich habe eben auf YouNow mit euch gestreamt. Wenn ihr dieses Video seht, ist das Ganze schon ein, zwei Tage her. Aber ich habe das mit euch zusammen abgesprochen, sowohl auf YouNow als auch live auf YouTube. Das heißt, viele von euch haben vielleicht sogar zugeschaut. Und wer von euch noch nicht bei meinen Streams dabei war, lasst euch das nicht entgehen. Es macht mega viel Spaß. Wir chillen zusammen, wir schminken uns zusammen. Es ist mega cool. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Es ist alles in der Infobox verlinkt. Aber nun zum eigentlichen Plan für dieses Video. Ich habe mir überlegt, dass ich meine Lipkits, die noch nicht benutzt sind, das heißt alle Farben außer 22, an euch verlosen werde. Das heißt, ihr habt die Chance, folgende Farben zu ergattern. Posy K, True Brown K, Exposed, Curd K, Coco K, Candy K und Dolce K. Ich glaube, ihr seid, werdet damit glücklicher als ich. Und ich habe lange hin und her überlegt, wie ich das Ganze, sag ich mal, vom Ablauf des Gewinnspiels aufbauen werde. Und ich bin zu mega der geilen Idee gekommen und ihr wart auch mega begeistert, als ich euch das eben in meinem Stream erzählt habe. Das war wie so ein Geistesblitz. So ganz ehrlich, das kam voll aus dem Nichts und es war voll die gute Idee und ihr wart alle total begeistert und ich glaube halt auch, dass es irgendwie eine coole neue Idee ist, so ein Gewinnspiel zu veranstalten. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich das Ganze in drei Pakete aufteilen werde. Das war euch persönlich super, super wichtig, dass es nicht nur ein großes Paket gibt und es nur einen Gewinner geben wird, sondern es wird insgesamt drei Gewinner geben. So ist halt die Gewinnchance für alle von euch höher. Und viele von euch hatten halt gesagt, immer wenn man ein Gewinnspiel macht, kommen ganz viele neue Leute dazu, die halt, sag ich mal, sich nur wegen des Gewinnspiels unterstützen und bla bla bla. Die Leute, die dir, sag ich mal, schon länger folgen, haben dann gar nicht so eine große Chance. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass das Ganze in mehreren Etappen ablaufen wird. Der erste Gewinner wird ausgelost, wenn dieser Kanal 80.000 Abonnenten erreicht. Wenn Team JJ 80.000 Mann stark ist. Crazy, oder? Habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, als Dankeschön für diesen Meilenstein, den wir dann erreicht haben, schicke ich euch das erste Paket los. Das zweite Paket wird losgeschickt, wenn dieser Kanal 90.000 Abonnenten erreicht. Und das dritte und letzte Paket wird losgeschickt, wenn dieser Kanal 100.000 Abonnenten erreicht. So wisst ihr einfach, dass in den kommenden Wochen und Monaten auf jeden Fall super coole, fette Sachen für euch anstehen und die auf jeden Fall an euch rausgehen. Und ich freue mich total darauf, diese Meilensteine, die halt uns, sag ich mal, irgendwie auf kurz oder lang bevorstehen, zusammen mit euch feiern zu können. Da ich zurzeit 7 Lipkits habe und eins noch zu mir auf dem Weg ist, habe ich insgesamt 8. Ich kann dementsprechend leider nicht in jedes 3 reinpacken, sondern ins erste Paket für die 80.000 Meilenstein-Marke kommen 2 Lipkits rein und in die anderen beiden jeweils 3. Aber die Lipkits sind nicht die einzigen Goodies, die euch in den Paketen erwarten, denn ich werde noch andere Sachen reintun, um euch sozusagen noch eine kleine extra Überraschung mitzugeben. Es kommt noch eine kleine Nachricht von mir rein, das ist alles selbstverständlich und ich freue mich total, das Ganze mit euch so teilen zu können. Das Ganze hat natürlich aber auch für euch, die jetzt schon von Anfang an oder schon seit längerer Zeit mich unterstützen, einen kleinen Vorteil. Denn die jeweiligen Gewinner können sich die Farben aussuchen, die sie gerne hätten, von denen, die zur Verfügung sind. Das heißt, der Gewinner vom 80.000er Paket kann sich von diesen 7 Farben, beziehungsweise Mary Jo wird dann auch dabei sein, die Lieblings-2 Farben aussuchen. Dann sind halt 2 weg und der 90.000er kann sich dann 3 aussuchen und der 100.000er muss die 3 nehmen, die am Ende übrig bleiben. Das heißt, es macht für euch umso mehr Sinn, von Anfang an daran teilzunehmen, um wirklich die Farben zu ergattern, die ihr gerne hättet. Und nun noch ganz fix, wie ihr daran teilnehmt. Es ist super easy. Ihr müsst echt nur 2 Sachen abhaken. Erstens müsst ihr natürlich Abonnent meines Kanals sein, weil dieses Gewinnspiel für meine Community ist. Und ein Dankeschön an euch, dass ihr mich immer unterstützt. Und ich möchte euch damit eine Freude machen und mich halt bei euch für eure kontinuierliche Unterstützung und Support bedanken. Und zweitens müsst ihr mir einen herzallerliebsten Kommentar schreiben. Nicht die längste Story gewinnt, nicht die kürzeste, nicht die emotionalste. Schreibt mir einfach irgendeinen Kommentar. Könnt auch einfach stumm schreiben, hey JJ, ich will gewinnen. Und jedes Mal, wenn wir einen der Meilensteine als Community zusammen erreichen, schaue ich bei diesem Video in die Kommentare und suche mir ganz
zufällig irgendjemanden raus, kontaktiert die Person. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, achtet darauf, ob ihr von mir kontaktiert werdet. Denn wenn ihr euch nicht zurückmeldet, muss ich jemand anderen auswählen. Und so geht's dann weiter, bis wir sozusagen alle drei Pakete zusammen losgeschickt haben. Und ich hoffe und glaube, dass es für euch hier irgendwie eine Art und Methode ist, die euch gefällt. Weil das Ding ist, mir liegt das mega am Herzen, mich ehrlich und aufrichtig bei euch zu bedanken. Und so, dass am Ende alle glücklich sind. Ich glaube halt einfach, dass ihr mit diesen Lip Kits definitiv viel mehr Freude haben werdet als ich. Und das liegt mir am Herzen. So, ihr macht mich glücklich und ihr unterstützt mich durch euren Support. Dann kann ich euch hier und da auch mal wieder eine Freude machen. So, in diesem Sinne, das ist alles, was ich für heute zu sagen habe. Ich drücke euch auf jeden Fall allen ganz, ganz fest die Däumchen. Und hoffe natürlich, dass sich die Gewinnerin oder der Gewinner sehr darüber freuen wird. Und ich würde sagen, bis wir uns das nächste Mal sehen, meine Lieben. Habt einen schönen Tag.